Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, in Deutschland und der schönen Schweiz. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Ernsthaft krank zu werden, stellt unser Leben meist auf den Kopf. Von heute auf morgen tritt der Alltag in den Hintergrund und andere Dinge fordern unsere volle Aufmerksamkeit. Welche Behandlungsmethoden gibt es? Sind wir mit unseren Ärzten zufrieden? Und natürlich, werden wir alles gut überstehen? Fragen wie diese werden umso drängender, je ernster die Krankheit ist, an der wir leiden. Unser Thema: Schockdiagnose Krebs. Wir lassen heute drei Menschen erzählen, wie es ist, an Krebs zu erkranken. Was sie dachten, als sie ihre Diagnose bekamen und wie sich ihre Krankheit erstmals bemerkbar gemacht hatte. Denn bei manchen Menschen beginnt ja alles mit einem auf den ersten Blick harmlos wirkenden Symptom. Doug Landrum erzählt. Ich musste ständig husten, und zwar richtig stark. Ich bekam kaum noch Luft. Die Hustenanfälle begannen im Januar. Anfangs dachte Doug Landrum, dass es sich um eine Allergie handelte. Nach ein paar Monaten wurde der Husten stärker. Es war nicht nur Husten. Ich bekam keine Luft mehr und wurde dann sogar ohnmächtig. Im Sommer hatte er die Hustenanfälle täglich 6 oder 7 Mal. Doch auch dann ging er nicht zum Arzt. Ehrlich gesagt hatte ich Angst davor. Naja, ich habe 5 Kinder. Ich hatte sowas noch nie zuvor. Schließlich überzeugte ihn seine Schwester Karen, zum Arzt zu gehen. Er fing an, Blut zu husten. In dem Moment wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Die Ärzte machten weitere Tests. Die Ergebnisse sollten in ein paar Tagen kommen. Doug und seine Familie beteten. Ich bat Gott, mich davon zu befreien und dass der Husten aufhört. Wir sagten ihm, wir beten für dich und wissen, dass Gott mit dir ist und dir Kraft gibt. Er passt auf dich auf. Ich war mir sicher, dass Gott noch nicht mit ihm abgeschlossen hatte. Ende Juli bekam Doug die Ergebnisse. Er sagte, wir haben einen Tumor in ihrem Darm gefunden. Sie haben Krebs. Auch wenn meine Symptome schlimm waren, damit hatte ich nicht gerechnet. Um ehrlich zu sein, ich habe Gott gebeten, mich heimzuholen. Wenn es wirklich Krebs ist, wollte ich nicht weiterleben. Ich wollte nicht leiden und von anderen Menschen abhängig sein. Der Arzt gab Doug eine Überweisung zum Onkologen, um die Behandlung zu besprechen. Aber als Doug am nächsten Morgen wieder Blut hustete, wurde es so schlimm, dass er ins Krankenhaus von San Antonio gebracht wurde. Die Ärzte dort stellten fest, dass auch seine Leber voll bösartiger Tumore war. Er sagte, es gibt nichts, was wir für Sie tun können. Eine OP würden Sie nicht überleben. Wenn wir eine Chemo machen, wird das bisschen Leber, das noch übrig ist, zerstört. Sie werden sterben. Ich rutschte in eine Art Depression. Er sagte seiner Familie, dass er noch 3 bis 4 Monate zu leben hat. Wir beteten die ganze Zeit. Das ist, was die Bibel sagt. Betet ohne Unterlass. Und das haben wir getan. Doug blieb zur Beobachtung im Krankenhaus. Dort fastete und betete er. Mir wurde klar, dass mein Leben allein in Gottes Hand lag, in niemandes Hand sonst. Gott sagte zu mir, hey, ich war schon immer hier, ich habe dich nie verlassen. Er hat versprochen, uns nie zu verlassen. Und da wusste ich, dass ich nicht allein bin. Er hatte 5 Tage gefastet, als er einen weiteren Anfall bekam. Doug wurde ohnmächtig. In dieser Nacht sprach Gott zu mir. Er sagte, dass er mich heilen würde, wenn ich tue, wozu ich berufen bin, nämlich für ihn zu leben und nach seinem Wort zu leben. Ich sagte, okay, Gott, ich werde es tun. Ich versprach ihm, überall hinzugehen und das zu tun, wozu er mich berufen würde. Am nächsten Morgen spürte Doug, dass die Dinge sich verändert hatten. Als ich aufwachte, wusste ich, dass ich geheilt war. Ich wusste es ohne jeden Zweifel, denn sonst wäre ich nicht mehr aufgewacht. Wenn er mich nicht geheilt hätte, wäre ich heimgegangen zu ihm. 2 Tage später wurde Doug entlassen. Man gab ihm Medikamente gegen Schmerzen und Husten mit, aber die brauchte er nie.
Der Husten und alle Symptome waren verschwunden. Und ich dachte, Herr, du hast mich aus dem Schlimmsten herausgeholt. Nun bin ich bereit für etwas Besseres. Wir dankten Gott. Er hat unsere Gebete erhört. Im Dezember wurde ein neues MRT gemacht und die Ärzte sahen, was Doug bereits wusste. Er sagt, es gibt keine aktiven Krebszellen in ihrem Körper mehr. Nicht einmal in ihrem Darm. Da ist kein Krebs. Es ist alles weg. Gott. Gott ist die Antwort. Doug fühlte sich berufen, als Missionar auf die Philippinen zu gehen. Durch die Heilung hat sich sein Glaube für immer verändert. Es ist ganz einfach. Wir müssen nur glauben. Dann sehen wir, was Gott alles macht. Mein Weg mit ihm ist das Wichtigste in meinem Leben. Ich würde es gegen nichts auf der Welt eintauschen. Auch wenn Doug Lundrum den Krebs längst überwunden hat, wird er niemals vergessen, wie es damals war, im Jahr 2001, als er erkrankte. Denn so ein Erlebnis prägt sich derart ein, dass es uns für den Rest unseres Lebens verändert. So hat es uns auch Walter Rotte erzählt, als wir ihn im fränkischen Schwanstetten besucht haben. Für Walter Rotte ist Bewegung und Sport ein wichtiger Teil seines Lebens. Er trainiert schon als Teenager und mit 18 Jahren wird sein sportliches Talent von der Bundeswehr entdeckt. Walter wird entsprechend gefördert und mit 20 ist er bereits Leichtathletik-Spitzensportler. Sport war im Prinzip mein Leben, jeden Tag 4 bis 6 Stunden Sport. Es war absolut mein Berufsziel. Ich wollte ein Weltklasse-Athlet werden. Das war mein Ziel damals, als ich anfing. Und die Zeichen standen gut. Ich habe gut trainiert. Ich war immer unter den Besten national. Und ich war auf einem sehr, sehr guten Weg, die größere Weltspitze einzudringen. Als Walter 22 Jahre alt ist, fühlt er sich körperlich zunehmend schlechter und schwächer. Für ihn ein ungewohnter Zustand. Walter ignoriert das Gefühl. Ich merkte schon, dass meine Leistungen immer schwächer wurden. Ich bin dann 5000 Meter gelaufen und ich hatte wenig Luft. Ich fühlte mich nicht gut, aber ich wollte nicht krank sein. Ich habe es verdrängt. Ich habe keinem was erzählt. Aber die Zeiten wurden immer schlechter. Und dann kam es eben zum Blutsturz. Also ist mir das Blut aus dem Mund geflossen und ich bin zusammengebrochen. Walter wird vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort erhält er eine Diagnose, die ihn erschüttert. Lungenkrebs im letzten Stadium. 3% Überlebenschancen, das war die Aussage der Ärzte. Das war für mich ein Todesurteil. Der erste Gedanke war Suizid. Von seiner Familie erfährt Walter keine Unterstützung. Das Verhältnis ist seit der Kindheit unterkühlt und distanziert. Man nimmt kaum Anteil am Leben des anderen. Das ändert sich auch jetzt nicht. Meine Mutter war ja nie so präsent. Die hat sich auch nicht sehen lassen und hat sich auch nicht gemeldet. Die haben mich aufgegeben. Die haben gesagt, es wird sowieso nichts mehr. In dieser Situation wird Walter von seiner Freundin verlassen. Meine Freundin hat gesagt, mit einem kranken Menschen will ich nichts zu tun haben. Kein Sport mehr, keine Familie mehr, keine Freundin mehr. Ich war dann alleine. In dem Moment, wo man sowieso nicht gut drauf ist und dann die Hilfe vielleicht von Angehörigen bräuchte, die hatte ich nicht. Dann war die Depression natürlich extrem hoch. Zu dem Zeitpunkt habe ich keinen Überlebenswillen mehr gehabt. Ich wollte einfach sterben. Ich denke, das Schlimmste war, dass ich wusste, für mich ist es vorbei sportlich. Meine Karriere ist beendet, meine Vision, ein Weltsportler zu werden, werde ich nie mehr erreichen. Ich glaube, das hat mich am allermeisten getroffen, weil ich habe ja da extrem viel investiert. Walters Zustand verschlechtert sich. Er ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch am Ende seiner Kräfte. Ich hatte nicht nur Ängste, ich war einfach an einem Punkt, wo ich kein Licht mehr im Tunnel sah. Ich war komplett unten. Unten heißt, wenn du nicht mehr aufstehen kannst, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, nur noch den Kopf und den Mund bewegen und du also abhängig bist von Menschen, die dich auf die Toilette tragen, da ist der einzige Gedanke war nur noch schnell weg, schnell sterben
einfach Schluss machen. Walter will sterben und sucht eine Gelegenheit, sich umzubringen. Vergeblich. Ich habe Pläne gehabt, nur ich konnte sie nicht vollziehen, weil ich keine Chance hatte. 8 lange Wochen ist Walter in diesem Zustand. Dann beginnt eine Krankenschwester, sich Walter zuzuwenden. Sie ermutigt ihn, nicht aufzugeben, sondern stattdessen um sein Leben zu kämpfen. Die Schwester hat mir gut getan. Sie war immer abends da, obwohl sie frei hatte, hat mit mir geredet. Ich habe gespürt, sie kämpft für mich. Und ich war in dem Moment nicht mehr alleine. Die hatte eine gute Intuition. Sie hatte gespürt, dass ich einfach nicht mehr leben wollte. Ich habe nie mit ihr darüber gesprochen. Aber sie sagte eines Abends zu mir, du wirst das nicht tun. Und ich sagte, was will ich nicht tun? Du weißt schon, was ich meine. Du schaffst es. Und das war dann der Punkt, wo ich spürte, da geht was. Und das hat mich natürlich extrem motiviert. Dieses Gespräch wird für Walter zum Schlüsselerlebnis. Als sie diesen Satz sagte, du schaffst es, habe ich plötzlich das Beten angefangen danach. Ich habe dann den lieben Gott angerufen, ich habe Zwiegespräche geführt, ich habe gesagt, lass mich leben. Trotz der sehr schlechten ärztlichen Prognose keimt in Walter nun die Hoffnung auf, dass vielleicht ein Wunder geschehen könne. Sein Glaube an Gott wird jetzt, in der Krise, zum wichtigen Bestandteil seines täglichen Lebens. Walter betet viel und merkt, wie sehr ihm dies durch den Tag hilft. Alles habe ich dann halt immer mit dem lieben Gott so abgesprochen. Grundsätzlich ging es um meine Krankheit, dass ich leben will, dass ich kämpfen will, dass ich ihm auch gesagt habe, ich bin bereit, alles zu geben. Also ich habe ja richtige Zwiegespräche gehabt. Das hat mir einfach gut getan. Das Beten wird für Walter zu einer Quelle des Lebens. Beim Beten spürt man Kraft, dass es vorwärts geht. Kraft, dass da jemand da ist, der dich unterstützt. Es ist diese innere Einstellung, diese innere Kraft, dass da jemand da ist, der lässt dich nicht allein. Du siehst ihn zwar nicht, aber der ist da. Und das gibt dir diese Motivation. Walter bekommt verschiedene Behandlungen, unter anderem auch Chemotherapie. Und die Behandlungen schlagen an. Walter geht es allmählich besser. Die Krankenschwester hatte auch so ein Buch mit so roten Kreuzen. Und sie sagte zu mir, die Kreuze werden immer weniger. Also das waren die Metastasen, das hat sie mir halt so erklärt. Und hat sie gesagt, du bist auf einem wahnsinnig guten Weg. Jetzt musst du weitermachen. Und dann konnte ich auch irgendwann aufstehen. Also sie hat sich rundum um mich gekümmert. Man kann sagen, ohne die, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft. Nach einem Jahr hat Walter den Krebs besiegt. Sein tägliches Reden zu Gott hat geholfen, so sieht er es jedenfalls. Das Krankenhaus steht vor einem Rätsel. Da waren ja 7 Chefärzte um mich herumgesessen und haben gesagt, Herr Rotter, sagen Sie uns doch mal, wie haben Sie denn das geschafft? Dann habe ich das ganz einfach erklärt, habe ich gesagt, ich habe das Beten angefangen, ich habe geglaubt und ich war überzeugt, dass ich es schaffen kann. Dann haben die sich angeschaut, die haben alle gesagt, sie können sich das nicht erklären, dass ich bei meinem Befund so eine Entwicklung machen konnte. Und ich habe gesagt, ich sehe es einfach so, dass meine wirkliche mentale innere Kraft, der Glaube, dazu beigetragen hat, die Genesung zu schaffen. Die haben alle gesagt, wunderbar, schön, also es ist doch möglich, war dann die Antwort der Ärzte. Die waren ja selber im Zweifel, dass es sowas gibt. Aber ich glaube, ich habe die eines Besseren belehrt. Die waren da um mich rumgesessen und ich war glücklich, hatte ja fast 20 Kilo zugenommen. Ich war natürlich dick, richtig dick und so möchte ich nie mehr aussehen. Aber es hat mir halt geholfen in dieser Phase. Walter ist sich sicher, dass er ohne Gebet und Glaube den Krebs nicht besiegt und den Lebensmut nicht wiedergefunden hätte. Daran hält er bis heute fest. Ich bin überzeugt, dass der liebe Gott mit dem, dass er da ist und ich diese Haltung zu ihm hatte, mich in dieser schwierigen Phase unterstützt hat und mir einfach diese Kraft zurückgegeben hat, was ich nicht beweisen kann, aber ich glaube das halt. Und darum bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass sich der Glaube für mich nicht nur bezahlt gemacht hat, sondern der hat mir über diesen Weg extrem geholfen. Ich hatte nichts anderes. Es war die einzige Chance. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus orientiert sich Walter neu. Seine Pläne, ein Spitzensportler zu werden, gibt er auf.
Heute arbeitet Walter als Coach. Er unterstützt Menschen, ihre Stärken auszubauen und Krisen zu überwinden. Das, was ich dort gelernt und gefühlt habe, das kann ich ja heute auch weitergeben an die Menschen, die zu mir heute kommen. Jede Krise, egal welche, beinhaltet immer die Chance für einen Neuanfang und für einen neuen Weg. Nach der Krise, also nach dem Krebs, einen neuen Weg einzuschlagen, für Walter Rotter hieß das, anderen Menschen beratend zur Seite zu stehen. Für den Mann aus unserer ersten Geschichte, Doug Landrum, bestand der neue Weg darin, auf die Philippinen auszuwandern und dort vom Glauben an Gott zu erzählen. Haben auch Sie, liebe Zuschauer, schon einmal nach einer Krise neue Wege eingeschlagen? Erzählen Sie uns davon. Wir freuen uns über Ihre Post. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen dort einen Kommentar. An Krebs zu erkranken heißt für viele Betroffene, dass sich erstmal von morgens bis abends alles um die Krankheit dreht. Aber was ist, wenn es jemanden trifft, der ohnehin schon genug andere Sorgen hat? Martika Garrison erzählt, wie sie in eine bedrückende finanzielle Krise geriet, wie dann auch noch der Krebs dazu kam und wie sie letztlich beides gut überstand. Nach 9 Jahren bei ihrem gewalttätigen Ehemann nahm Martika Garrison ihre 3 Kinder und zog aus. Schnell wurde deutlich, dass dieser Schlussstrich teuer war. Ich gab 25 bis 30.000 Dollar für Anwälte und Gerichtskosten aus. Zeitweise musste Martika sich zwischen Anwaltsrechnungen und ihrer Hypothek entscheiden. Aus Angst um das Sorgerecht für die Kinder entschied sie sich, die Anwälte zu bezahlen. Der schlimmste Moment kam, als ich mit 2 Hypothekenraten im Verzug war. Denn nun sollte mein Haus zwangsvollstreckt werden. Martika verwendete ihre gesamte Altersvorsorge, um das Haus behalten zu können. 2 Jahre später wurde sie geschieden. Da sie in der IT-Branche mehr verdiente als ihr Ex-Mann, musste er keinen Unterhalt für die Kinder zahlen. Ich brauchte ständig Geld, nahm Vorschüsse auf Kreditkarten. Hauptsache, ich hatte Geld, um alle Rechnungen zu bezahlen. Martika vereinbarte Ratenzahlungen, um für ihre Kinder sorgen zu können. Ich sehe es als wichtigste Aufgabe, meinen Kindern ein stabiles Umfeld zu bieten. Wenn eine Mutter das nicht schafft, dann stimmt etwas gewaltig nicht. Sie muss dafür sorgen, dass die Kinder sich wohl und sicher fühlen in ihrem Zuhause. Während sie noch immer Scheidungskosten abbezahlte, kam es einige Jahre später zu einer neuen Krise, Brustkrebs. Für jede Behandlung bekommt man 3 Rechnungen. Eine von der Klinik, eine vom Arzt und eine für verschiedene Zusatzleistungen. Ich bekam 27 Wochen Chemo und 7,5 Wochen Bestrahlung. Kurz vor der Erkrankung hatte Martika begonnen, regelmäßig zu spenden. Sie beschloss, auch in der neuen Situation weiter auf Gott zu vertrauen. Ich glaube, dass auf Gott Verlass ist, wenn wir verlässlich sind. Ein paar Monate später bekam Martika eine Gehaltserhöhung. Damit konnte sie alle Restschulden und die Arztrechnungen bezahlen. Vor allem jedoch hat sie den Krebs besiegen können. Es geht ihr gut und das Spenden ist ihr zur Gewohnheit geworden. Dies möchte sie auch an ihre Kinder weitervermitteln. Wenn du spendest, bewegt Gott etwas in deinem Leben und sein Wort wird dir immer wichtiger. Beginnen tut dies mit einem ersten Glaubensschritt. Für mich ist es wichtig, von Herzen gern zu spenden und dies meinen Kindern vorzuleben. Es ist fabelhaft. Als Martika Garrison an Brustkrebs erkrankte, war ihr klar, dass sie sich ja trotzdem um ihre Kinder und vor allem um die Finanzen der Familie kümmern musste. In diesen schweren Monaten war ihr der Glaube an einen treuen Gott eine große Stütze. Mehr dazu jetzt von Andreas. Die Bibel zeigt uns oft, wie unerschütterlich Gottes Treue zu uns Menschen ist. So lesen wir schon im 5. Buch Mose, Kapitel 32. Er ist ein Fels. Sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott, der kein Unrecht tut. Gerecht und zuverlässig ist er. Und Paulus schreibt an Timotheus, sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Gottes Treue zu uns entspringt also seinem Wesen. Aus Liebe zu Ihnen und zu mir hat er sich entschieden, uns zur Seite zu stehen. Seit 2000 Jahren bezeugt das Kreuz, dass es diese Liebe gibt.
Jesus Christus hat sich komplett mit uns und unserer Not identifiziert, hat so Sünde und Tod überwunden und damit eine neue Verbindung zwischen Gott und Mensch geschaffen. Wer sich Christ nennt, der lebt aus und für diese Beziehung zum himmlischen Vater. Dass Gott treu ist, bedeutet nicht, dass alles gut läuft und wir von Krankheit und Not in jedem Fall gerettet werden. Aber es bedeutet, dass wir niemals darin allein sind. Und das ist unser Trost. Paulus schreibt im Römerbrief, wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und auf diese Weise wird unser Glaube zum Anker, in guten wie in schlechten Zeiten. In der Geschichte von den Spuren im Sand blickt ein Mensch gemeinsam mit Jesus aufs eigene Leben zurück. Zwei Spuren von Fußabdrücken sind zu sehen, eine für den Menschen, die andere für Jesus. Plötzlich hält der Mensch inne und sagt empört, hier, als es mir besonders schlecht ging, ist nur noch eine Fußspur zu sehen. Gerade als ich dich am meisten brauchte, hast du mich allein gelassen. Und Jesus lächelt ihn an und antwortet, nein, mein Lieber, das sind die Zeiten, in denen ich dich getragen habe. Gott ist treu, auch wenn wir es in unseren Gefühlen nicht spüren können. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, um uns mit Gott zu versöhnen. Du liebst uns so entschieden, deine Treue ist nicht zu übertreffen. Bei dir ist unser Leben in guten Händen, in guten wie in schlechten Zeiten und sogar im Tod. Stärke unseren Glauben, wo es uns schwerfällt, und schenke uns deine Nähe. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 1818 8800. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 1818 8800. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Orphans Promise und Operation Blessing, die Hilfswerke von CBN, arbeiten oft auch mit lokalen Partnerorganisationen und Kirchen zusammen und machen dadurch die Hilfe noch schneller und effektiver. Heute besuchen wir ein christliches Internat in Kenia, das von Orphans Promise unterstützt wird. Joyce hat gerade ihren stressigen Job als Krankenschwester angefangen. In ihrer Freizeit hilft sie bei Living Faith International, ihrem ehemaligen Internat, welches von Orphans Promise unterstützt wird. Die Kinder dort freuen sich immer, mich zu sehen. Wir sind wie eine Familie, obwohl wir alle aus unterschiedlichen Verhältnissen kommen. Als ich klein war, besuchte eine medizinische Mission unser Dorf. Ich sah ihre weißen Kittel und wusste, das will ich auch eines Tages tragen. Joyces Mutter konnte damals nicht für sie sorgen, sodass Joyce in dem Internat aufgenommen wurde. Dort bekam sie eine gute Ausbildung und konnte ihren Traumberuf anstreben. Wenn die kleineren Kinder krank waren, kümmerte ich mich und half, sie gesund zu pflegen. Orphans Promise hat nicht nur das Internat für Joyce bezahlt, sondern auch ihre Ausbildung zur Krankenschwester. Mein Leben fühlt sich perfekt an. Ich bin die Erste in meiner Familie mit einem College-Abschluss. Gott hat mir diesen Traum gegeben und durch euch ist er jetzt wahr geworden. Ich werde euch dafür immer dankbar sein und hoffe, dass ihr noch viele weitere Leben positiv verändert, so wie ihr es mit meinem getan habt. Ja, durch Ihre Spenden hat Joyce jetzt eine gute Zukunft vor sich. Danke, dass Sie diese Arbeit möglich machen. Ja, natürlich wollen wir Sie auch einladen, mitzumachen. Also vielleicht wollen Sie sich ja an solchen humanitären Projekten beteiligen. Oder Sie wollen diese Sendung unterstützen, damit wir weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite, die gerade eingeblendet wird. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt's auch am Ende der Sendung.
Heute haben uns Menschen erzählt, wie sie ihre Krebserkrankung gut überstanden haben. Und wir wünschen jedem Zuschauer, der ebenfalls gerade mit dieser Krankheit zu kämpfen hat, alles, alles Gute. Verlieren Sie nicht den Mut. Absolut. Und oft hilft es mir, wenn ich mit jemandem beten kann, um nicht zu verzweifeln. Und Sie können das auch. Sie können unsere Gebetshotline anrufen. Dort sind Mitarbeiter, die jetzt gerne für Sie und Ihre Situation beten. Übrigens, wenn Sie was zu lesen brauchen, dann empfehle ich Ihnen unser Magazin Erlebt. Das senden wir Ihnen gerne kostenfrei zu. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen und Gottes Segen. Erlebt TV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie Erlebt TV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen. Alle Infos dazu finden Sie im Internet. Erlebt TV – wenn Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.